jetzt euch schon mal Dings holen. Gerüstblöcke. Brauchst du die? Oh ja, die werden wir brauchen. Also ich momentan nicht. Aber nachher für innen brauchen wir die und für das Dach außen, für die Verzierungen brauchen wir die auch. Okay, dann hole ich die mal. Ja. Die Kiste in deinem Zimmer ist die Lagerkiste fürs Holz. Okay. Ich habe kein Schwarzeichenholz mehr. Aber ich müsste noch was in der Kiste drin. Meine zweite Leiter gibt's hier gar nicht mehr. Die hast du zugebaut. Oh, ich wusste nicht, dass da zwei sind. Ich schon, alter, Staffel Holz drin. Ja. Der Mod, der ist gut. Ja. Oha, hier sind voll viele Gerüstblöcke. Direkt mal 3 Stacks. Nimmst du jetzt alle mit, oder was? Ja. Ich schmeiße ich da auch in die Kiste rein? Oder soll ich schon mal ein Baugerüst aufbauen? Eigentlich kann ich auch schon mal ein Baugerüst aufbauen. Kann's. Hier fürs Dach innen drin. So, jetzt ist schon die Frage, auf welcher Höhe? Ja, das ist zu weit. Aber so eigentlich, ja. Gut ist schlecht, dass hier in der Mitte die Kette ist. Die müsste man mal kurz entfernen. Hoffentlich kommt die wieder hin. Ja. Oh. Jetzt will der genau hier eine Stütze haben, das ist nix. 1, 2, 3, 4 hoch. So. Alles wieder einsammeln und weiter geht's. Bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, um das alles zu reparieren. Ja. Wie viele Folgen das werden. Tja, was schließen wir daraus? Das Leben ist nicht vorhersehbar. Richtig philosophisch. Ja. Du denkst, du machst eine Creeper-Farm fertig. Oder fängst an, eine Kirche zu bauen. Oder die Farm fertig und plötzlich ist dein Haus weg. Kann man aufs echte Leben 1:1 übertragen? Plötzlich ist einfach dein Haus weg. Oh, hier kommt dann die Stütze hin. Mal was essen. Soll mal schlafen? Also ich bin gerade direkt neben meinem Zimmer, also ja. Ja, ich nehme mich auch. Immerhin machen wir Fortschritte. Mein Zimmer sieht fast wieder wie ein Zimmer aus. Ja, meins schon lange, aber gut. Deins der größere auch Schaden so war bei dir. Ja. Hallo, Herr Papagei. So, jetzt ist das Baugerüst für innen drin soweit fertig. Ja, hier noch nicht ganz, aber jetzt. Wo geht's denn hier runter? Hier. So. Ach ja. Ach, hier ist ja jetzt schon wieder zugebaut. Ja. Auf meinem Balkon. Jetzt kann ich nicht mehr zu dir rüberrennen. Ja, das war auch so nicht gedacht. Ja. Ja, immerhin. Ja, es nimmt langsam wieder Form an. Ja, brauchst du auch noch draußen Gerüstblöcke? Bisher komme ich relativ gut dran, tatsächlich.
weil ich habe jetzt noch 2 Stacks übrig. Nee, ich glaube, ich brauche gar keine. Okay. Also hier für den oberen Teil zumindest nicht. Also bist du ja gleich schon fertig? Das müsste jetzt wieder symmetrisch sein, oder? Diese Treppen oben. Ja, sieht soweit so gut aus. Ja, das heißt, warte mal, ist das das Holz? Da ist schon ein Crafting-Table auf dem Dach. Nicht nur einer. Oh je, bleiben die da? Nö, natürlich nicht, aber... Bei dir ist das kein natürlich? Na, auf dem Dach würde ich jetzt nicht unbedingt einen aufstellen. Aber für den Bau sind die da jetzt mal. Ja. Ich sehe aber gerade... Weißt du, wie man einen Blitzableiter baut? Da brauchst du Kupfer dazu. Kupfer oh, noch irgendwas. Mal. Ja, für was anderes ist das auch nicht gut. Wo ist hier unser Teich hier? Platsch. Dann baue ich mal einen. Ja. Haben wir Kupfer als Kiste? Ja. Ist da auch was drin? Ja, irgendwo muss das ganze Zeug ja hin. Wir brauchen das ja nie. Kupferbarren, 6 Stück. Mal gucken, ob der Blitzableiter schon im Rezeptbuch drin ist. Ja, kann sein. Oh ja. Nur 3 Kupfer. Was für eine Range hat der? Wenn wir einen in die Mitte vom Dach stellen, deckt er dann unser ganzes Dach ab? Ich glaube nicht. Ich würde an jede Seite eins stellen, da wo das Dach aufhört, und in die Mitte noch einen. Also 4. 4. Ja, 2 habe ich jetzt. Sollen wir das noch bei anderen Gebäuden machen? Weiß nicht. Das Kupfer braucht mir ja eh nichts, aber haben wir irgendwo noch Holzdächer? Wir haben oft Holzdächer. Am Farmturm zum Beispiel nämlich nicht, glaube ich. Ja, da haben wir keins, ja. Aber bei allen Tiergehegen? Ja gut, aber da wird kein Blitz eingeschlagen. Nee, glaube ich auch nicht. Wie komme ich denn jetzt am besten aufs Dach? Ach, hier über den Berg. Das Dach ist wortwörtlich über alle Berge. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ich guck mal am Handy, ob ich noch dieses Bild habe, als wir unser Haus gebaut haben. Ja, ich kann ja die Crafting Table auf dem Dach abbauen, wenn ich hier dran vorbeilaufe, oder? Ja. Das so. Obere Dach ist von außen, glaube ich, auch wieder fertig. Einer kommt hier in die Mitte. Dann einer kommt hier hin. Ja, das sieht soweit auch gut aus. Einer kommt hier hin. Gut, hier ist halt direkt ein Baum daneben. Den könnte man eigentlich abreißen. Wo? Auf dem Dach? Ja. Der ist da schon immer. Ich weiß, aber... Der kann da bleiben von mir aus. Der ist im Dach schon integriert. Nee, der ist nicht integriert, der geht nur so leicht drüber. Ja. Aber der verdeckt halt den Blitzableiter. Ach so, das geht nicht. Nee. Dann muss er weg. Also ich kann hier mal einen neuen hinsetzen, habe ich noch Knochenmehl, ja. Mal gucken, ob der... Warte mal, war das überhaupt eine Fichte hier? Die Fichten, die kann man... Wie war das? Muss man da 4 hinsetzen? Ja, oder? Ah, hier ist er doch. Ah, das geht so. Perfekt. Toll, jetzt habe ich viel zu viel Knochenmehl gemacht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn hier die Grenze vom Dach? Ich finde dieses Bild nicht mehr. Ich könnte höchstens mal in alte Thumbnails reingucken, ob da noch... Ja, aber ich weiß nicht, ob es sich das lohnt. Hey, nicht seitlich. Ja, sonst kann ich das Dach nicht bauen. Oh. So. Wobei ich vielleicht sogar noch mehr Blitzableiter hinsetzen würde. Ja, zum Beispiel noch 3. Was hat noch Holzdächer? Sonst nichts mehr. So. Endlich mal. Gefunden. Endlich mal hat das Kupfer eine Verwendung.
Ja. Er setzt einfach auf jeden Block vom Dach. Oh nein. Ein Blitzableiter. Ich brauche noch 3, also brauche ich noch 9. Auf dem Thumbnail von Folge 124 sieht man unser Dach. Da haben wir das Haus fertig gebaut. Lange ist es her. Okay. Wir sind schon bei über 250. Ja. Das war vor einem halben Let's Play. Das ist eine neue Zeitrechnung. Ein Let's Play. Ja. Ja, aber die ändert sich dauernd, die Zeitrechnung. Das stimmt. Das ist schon eine sehr schlechte Eigenschaft für eine Zeitrechnung. Oh ja. So. So, hier kann er hier noch mal einen Baum hin. Ich hoffe, das wird ein großer, ach, weil hier Schnee drauf liegt. Hä, was ist das denn für ein komischer Block? Wie viel Platz brauchen Fichten zum Wachsen? Bisschen mehr als Eichen, ich weiß nicht genau wie viel. Aber die wachsen auf jeden Fall nett, wenn sie zu wenig Platz haben. Solche Idioten, dann gibt's hier halt keine weitere Fichte. Schwarzeichen, nicht Fichten. Na gut, am Dach hier oben. Fehlt noch ein bisschen was. Aber nur ein bisschen, das siehst du dann von deinem Gerüst aus, was ich gebaut habe, wenn du das Dach von innen verzieren willst. Aha. So gibt es hier in der Mitte, zum Beispiel das da. So. Jetzt wären Gerüst nicht schlecht. Wo bist du? Vorm Haus. Beim Garten. Ah, das kann ich vom Dach dann gleich runterschmeißen. Aber bitte nicht auf das untere Dach. Ich geb mein Bestes. Ah ja. Willst du noch mehr? Das war jetzt ein Stack. Nee, um Gottes Willen. Wie hoch soll ich denn gehen mit den Gerüsten? Ich brauche 10 Stück oder so. Ja, 12 habe ich jetzt hingebaut. Und das waren schon zu viele. Naja, egal. Aha. Es wird gleich schon wieder Nacht. Ja. Okay, das sieht gut aus. Oh, warst du es schon? Vielleicht. Sah das Dach so aus? Also auf dem Bild sieht es so aus, also muss es stimmen. Ich fliege mal hoch, ich habe nur noch 2 Raketen, aber das macht nichts. Ich kann noch welche machen. Ja doch, ja. Gut, der eine Stamm fehlt hier noch. Ich hab sogar Fichtenstämme, sehr gut. Ah. Oh. Dann können wir auch gleich schlafen gehen. Ach komm, ich flieg nochmal. Dann mache ich neue Raketen. Der eine Stamm, aber dann war's das eigentlich schon. So. Oh. Jetzt will ich aber eigentlich doch hier oben eine Fichte platzieren. War oben noch ein Stamm? Oben war auch noch ein Stamm.
Aber wo? Zwei frei und dann einer hier auf dem Bild. Ja, ja. So. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Muss man diesen Moosteppich, den wir hier haben, mit irgendwas abbauen, dass man den rauskriegt? Nee. Ah, gut. Nicht, dass ich wüsste. Ach ja, das sind ja Zeiten wie früher mit dem Gerüst hier drin. Oh ja. Sollen wir schlafen? Oh, das ist ja ein Scheißbaum. Also bitte. Weg damit. Ich bin gerade noch auf dem Dach mehr oder weniger. Alter, noch so ein Scheißbaum. Kannst du auch groß werden vielleicht? Sag mal, werden die Fichten nicht groß, wenn man nur einen hinmacht? Also groß im Sinne von, dass nicht zwei Blöcke überhalb des Bodens schon die Blätter anfangen. Doch, also. Achso. Fichten. Gewiss, solche wie da oben? Ja, wo bist du? Ich bin im Bett gleich. Oh, na dann gehe ich da mal auch hin. Wo bist denn du jetzt hergekommen? Ist da ein Loch im Dach? Ja. Ist das noch kaputt oder hast du das aufgemacht? Das war noch kaputt und ich habe es dann so vergrößert, dass man durch kann. Ah. Da führt sogar extra ein Weg hin mit Half-Slaps. Oha. Da kannst du mal mitkommen. Uiuiui, nicht runterfallen. Und zwar, ich will solche Bäume wie die da hier, die so hoch sind und nennst du solche zwei Furzdinger wie hier vorne so stehen. Naja, ich muss aber sagen, das da ist ein ziemlich krüppeliger Fichtenbaum. Ja, aber weißt du, so einen wirst du kaum rauskriegen. Naja, dann bleibt's halt so. Okay. Alter, das sind aber viele. Viele was? Ja. Sicher ist sicher. Ja, gut. Nur leider gibt's da hier keine Mitte, wo du jetzt bist, oder? Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Doch, gibt's. Oh, tatsächlich. Das war wohl eine schlechte Idee, das nachts zu machen. Ja, naja. So. Ich mache jetzt Raketen. Hättest du das Dach hier gleich zubauen können? Beziehungsweise hast du noch Schwarzeichensachen? Ja. Ah, weil ich habe keins mehr. Bei Treppen habe ich keine mehr, aber ich habe noch andere Sachen. Was suche ich denn jetzt eigentlich? Ich suche Schwarzpulver hier. Eins. Nochmal drei. Nochmal eins. Das reicht schon. Gut, Papier. Haben wir Papier? Bestimmt ja. Gut, das gibt wieder 15 Raketen. Besser als nix. Und weiter geht's. Oder von außen? Ist von außen jetzt wieder ganz fertig? Da kann ich gleich mal eine Rakete für verschwenden. Bis auf das Loch, ja, aber das mache ich jetzt schon. Oh. Okay. Es sieht aus, als wäre es wieder fertig. In meinem Zimmer ist ein Enderman. Oh, hast du noch einen Blitzableiter übrig? Nee, aber ich meine, so selten sind die jetzt nicht. Weil auf meinem Dach, was ein bisschen raussteht, kann man auch noch einen drauf machen. Stimmt. Okay. Ach, machst du von innen schon, oder was? Von außen habe ich das Dach jetzt zugemacht. Ah, okay. Und jetzt kann man von innen dann noch falls vor schönem. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was man jetzt noch machen muss. Und halt noch die Teppichdinger, die hier noch fehlen teilweise. Ja, aber das ist gar nicht mal so wenig, was man hier zu verschönern hat. Ja. Aber das geht ja schnell eigentlich. Hier hinten fehlt auch was.